Guten Morgen, Köln! Hey, Morgen! Wir sind von der Firma Imsimity. Imsimity steht für Immersive Simulation und Mixed Reality. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen, weil wir sind echt absolut positiv überrascht, dass ein Schulträger wie die Stadt Köln solch eine coole Veranstaltung durchführt. Und das schon zum 5. Mal. Ich hörte aber auch gerade schon, Sie sind ja quasi schon ein alter Hase in Sachen Virtual Reality. Wie lange beschäftigen Sie sich jetzt mit VR? Also wir sind ursprünglich eine Ausgründung des Höchstleistungsrechenzentrums der Universität Stuttgart und haben vor 17 Jahren mit dem Thema virtuelle Realität begonnen. Und wenn man sich einfach mal in die Zeiten zurückversetzt, was damals eine Virtual Reality Anlage gekostet hat, welche Räumlichkeiten man dazu gebraucht hat, und heute haben wir es hier mit dabei. Da hat sich schon wahnsinnig viel getan, und die hochkomplexe, teure Technologie, die in der Vergangenheit eigentlich nur den Großkonzernen vorbehalten war, die dadurch beispielsweise ihre Produktentwicklungsprozesse gerade im Automobilbau beschleunigt haben, optimiert haben und dadurch natürlich sehr viel kostengünstiger die Vielfalt an Modellen auf den Markt bringen konnten. Im Gegensatz zu heute, wo jetzt sehr viele Devices aus der Spieleindustrie aus dem Massenmarkt zur Verfügung stehen, wo es letztendlich auch Sinn macht, diese Technologien beispielsweise im Bildungsbereich dann entsprechend zu adaptieren. Ist das vergleichbar damals mit der Entwicklung, als es so die ersten Heimcomputer gab? Das konnte ja sich auch niemand vorstellen, ne, dass irgendwann jeder zu Hause einen Computer stehen hat. Ist das, schätzen Sie die Entwicklung ähnlich ein? Wird es so sein, dass wir tatsächlich möglicherweise irgendwann alle zu Hause VR nutzen? Ja, also ich bin überzeugt, dass diese Technologien, die ja ständig voranschreiten, uns die nächsten Jahre erheblich beschäftigen werden. Sie werden in vielen Bereichen unterstützen, und ich denke, ein wesentlicher Faktor ist, dass wirklich die Technologiegiganten dieses Thema für sich entdeckt haben, und egal, ob es jetzt Facebook ist, ob es Microsoft ist, Google, alle setzen auf diese Technologien. Und ich gehe davon aus, das ist so ähnlich wie das Internet, es wird nicht mehr weggehen. Und ich denke aber, viel wichtiger ist, was können wir denn eigentlich mit diesen Technologien tun? Die Technologie selbst, ist nett, aber ich denke, wesentlich ist, wie schaffen wir es auf schnelle Art und Weise, gerade für den Bildungsbereich, auch didaktisch aufbereitete Inhalte zur Verfügung zu stellen. Weil einfach nur die Technologien zu nutzen, um damit Fun zu haben, ist auch okay. Aber ich denke, viel wichtiger ist, wie können diese Technologien auch in den pädagogischen Kontext gestellt werden, und wie können schnell neue Inhalte, die didaktisch aufbereitet sind, den Schulen auch angeboten werden. Inwiefern unterscheidet sich die Aufbereitung für VR von beispielsweise der Aufbereitung für einen Lehrfilm? Es sind durchaus ähnliche Aspekte wie auch bei einem Lehrfilm. Die Inhalte, die wir jetzt in unserem Cyberclassroom, in unserer Virtual Reality Lernumgebung haben, sind komplett alle mit Fachexperten erstellt. Also das sind Fachlehrer, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind Lehrstühle für Didaktik, die uns hier unterstützen. Und die Vorgehensweise ist ähnlich. Man hat eine Modulidee, man entwickelt ein Storyboard, aber man hat natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, dieses Lernmodul auch auszugestalten. Bei einem Film ist es ein sequenzieller Ablauf. Bei einem Lernmodul ist es eine interaktive Lernwelt, die direkt auch Feedback gibt dem Lernenden, und das Ganze in Echtzeit. Also sprich, es gibt Bereiche in so einem Lernmodul, die jetzt einen komplexen Zusammenhalt darstellen. Auf der anderen Seite gibt es Reaktionen. Stellen Sie sich den Chemiebereich vor, wo sich Moleküle zusammensetzen. Also diese ganzen abstrakten Vorgänge, die müssen natürlich vorgedacht werden, die müssen modelliert werden, und die müssen dann entsprechend der Lernzielorientierung am Ende des Moduls dem Lernenden dann auch einen entsprechenden Mehrwert liefern, eben weil viele Schüler einfach auch Probleme haben im räumlichen Vorstellungsvermögen, und da greift diese Technologie enorm.
Können Sie vielleicht so ein paar Beispiele, ein paar Anwendungsbeispiele nennen, wo Lernen mit VR bereits möglich ist oder wofür so Lieblingsthemen? Wir haben bei unserem Cyberclassroom damit begonnen, Lernmodule für den Bereich Naturwissenschaften zu entwickeln. Da ist es naheliegend. Also wenn ich jetzt beispielsweise Schülern das Thema Magnetismus erkläre, und Sie kennen vielleicht die Versuche mit den Eisenspänen und mit den Magneten. Für den Schüler stellt sich das als zweidimensionales Phänomen dar. Tatsächlich ist es ein räumliches Phänomen und Magnetfelder spielen sich nicht nur auf der Ebene ab, sondern sie spielen sich im Raum ab. Und das kann ich mit einem Buch, kann ich das einfach nicht darstellen. In der virtuellen Realität kann ich das dem Lernenden vermitteln. Und das Gleiche beispielsweise elektromagnetische Felder. Und da ist es naheliegend, also im Bereich Naturwissenschaften. In der Zwischenzeit haben wir aber mit einer ganzen Reihe von sonstigen Fachschaften, wie beispielsweise jetzt im Bereich Kunst, im Bereich Sport, Lernmodule entwickelt, gemeinsam eben mit den Fachlehrern, wo diese Technologie auch einen echten Mehrwert bietet. Beispielsweise im Kunstunterricht, in unserem Lernmodul Skulpturengarten, wo Schüler von ihrem Kunstlehrer die Aufgabe kriegen, mit kostenlosen 3D-Modellierungstools wie Blender beispielsweise eigene Skulpturen zu modellieren. Diese Skulpturen können dann in den Skulpturengarten im Cyberclassroom eingestellt werden und der Schüler erlebt, wie seine kreative Konstruktion im Kontext jetzt beispielsweise zur Davidstatue von Michelangelo wirkt. Und da denke ich, da wachsen auch wieder die Welten zusammen. Also Virtual Reality oder eben immersive oder Mixed Reality Lernumgebungen mit der Einbeziehung der Schüler ist jetzt nicht nur ein Technikthema, sondern es ist ein Thema, was jetzt über die Technologie auch Kreativität fördert. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja. Herzlichen Dank. Kreativität, Technik, ohne den Mensch und die Inhalte geht es nicht. Vielen Dank und viel Spaß heute noch. Dankeschön.